bin die Anna und ich hätte die Frage, also wie beschreiben Sie Ihre Kindheit? Meine Kindheit? Ja. Also meine Kindheit würde ich als eine sehr glückliche Kindheit bezeichnen. Ich bin aufgewachsen in Wien in einem richtigen Gemeindebau, in so einem Plattenbau damals. Das war Mitte der 70er, war das ganz normal oder ganz typisch für Wien. Viele, viele Freunde, viele in meinem Alter und wir haben alle damals schon ganz wahnsinnig im Käfig richtig noch gekickt. Also es war wirklich so, dass der Käfig voll war und man musste einer der Ersten sein, um da Platz zu haben, um mitspielen zu dürfen. Wenn man einen guten Ball hatte, dann war man praktisch aus dem Schneider, dann hat man immer mitspielen dürfen. Und so ist dann so weitergegangen und dann in meiner Kindheit, meine Eltern haben das immer unterstützt und war der große Wunsch, dann schnell einmal da Fußballprofi zu werden und das habe ich dann zum Glück erreicht. Aber ich würde meine Kindheit als eine sehr, sehr glückliche bezeichnen. Ich bin auch die Anna und ich möchte gerne fragen, ob ihre Kinder auch Fußball spielen. Ja, wir haben drei Kinder. Die Sophie ist jetzt 17, die spielt nicht. Die Juliana ist 14, die spielt auch nicht. Oder Felix müsste in eurem Alter sein, ist 13, geht auch in die vierte und der spielt sehr gerne Fußball auch. Ganz genau. Was war Ihr kuriosestes Fanerlebnis? Mein kuriosestes Fanerlebnis? Ja, ich glaube, ich bilde mir ein, ich kann mich erinnern, als ich in Graz schon gekickt habe, dass wir nach einem Spiel, wir haben eine relativ erfolgreiche Zeit als Spieler gehabt und viele Fans gehabt und da war es dann einmal noch ein Spiel, dass mich so ein Fan gefragt hat, ob ich ihm nicht meine getragenen Socken schenken kann. Das habe ich ganz witzig gefunden. Wenn man gedacht hat, das ist das am wenigsten attraktivste von mir, so verschwitzte Socken, aber er wollte die haben, habe ich sie ihm gegeben. Ich bin die Anna und interessieren Sie sich auch für andere Sportarten? Ja, ich fahre sehr gerne Ski und bin leidenschaftlicher Mountainbiker. Wenn Zeit ist. Es ist ein bisschen weniger, aber ich schaue einmal schon drauf, dass ich Sport betreibe. Böse Zungen behaupten, ich betreibe jetzt mehr Sport als früher. Der Michi möchte wissen, ob du dir als Spieler auch einmal Ausreden hast einfallen lassen, um nicht trainieren zu müssen. Nein. Kann ich mich wirklich nicht erinnern, also ich habe richtig gern trainiert auch. Also ich war schon mit Leib und Seele auch Fußballer. Ist klar, dass man ab und zu immer einen schlechten Tag hat, aber ich habe es durchgezogen. Aber jetzt eine Ausrede mir gesucht, dass ich dann nicht zum Training muss. Nein, zu unserer Zeit war es noch so, wir haben uns wirklich noch aufs Training gefreut. Es war eine coole Zeit. Christiane möchte wissen, bist du auf Instagram oder Facebook? Sie hat dich nicht gefunden. Ja, da kann sie lange suchen, weil ich in den sozialen Medien nicht aktiv bin. Ich war seit Ewigkeit, also das ist wirklich schon Jahre her auf Facebook einmal, aber irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, die sozialen Medien zu lassen und ich selbst bin nicht aktiv. Der Walter hat noch eine Frage und zwar, zockst du auch FIFA auf der Playstation und wenn ja, welches Team bist du? Nein, leider, ich habe es probiert, unser Sohn spielte jahrelang leidenschaftlich FIFA, jetzt glaube ich ist abgelöst worden insgesamt von Fortnite, was ich so mitgekriegt habe. Ja. Also ihr lacht, ihr wisst, von was ich rede. Ja, FIFA ist jetzt nicht mehr das Zweitlieblingsspiel, glaube ich. Und ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich komme nicht mehr nach mit den Fingern. Das ist unmöglich. Unmöglich. Zu meiner Zeit gab es noch so einen Joystick, der einen Hebel gehabt und einen Knopf. Das ist gegangen. Aber jetzt mittlerweile, das geht nicht mehr. Also das Videospielen habe ich schon seit Jahren gelassen. Vielleicht sind die Finger talentierter beim Instrumentespielen. David will nämlich wissen, spielst du eines oder hast du eines gespielt? Naja, ich habe zweimal versucht, Instrumente zu erlernen. Das eine Mal war Gitarre, weil ich habe Freunde gehabt, die haben wahnsinnig gut Gitarre gespielt und mir das super gefallen damals. Dann war ich so, habe ich mal das versucht, selbst diese Akkorde und alles die Griffe beizubringen, aber das hat nicht hingehauen. Und dann hat unsere größere Tochter hat einmal dann Klavierspielen begonnen und ich habe das begleitet und habe mir gedacht, ich probiere das auch, aber beides. Und also bei mir ist wirklich gescheiter, ich höre Musik, als ich spiele Musik, das bringt nichts. Ja. Abschließende Frage, gestellt von der Christine. Sie will wissen, ob dir Graz noch immer so gut gefällt als Stadt wie damals. Ja, das auf jeden Fall mich gleich wieder sehr, sehr wohl gefühlt, weil die Leute, die mich, also mit denen ich zu tun habe, so wie heute, haben mich so nett empfangen, waren alle so freundlich für mich, da kommt das, war das überhaupt keine Umgewöhnung für mich. Also wir haben gleich dort weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Das ist ein schönes Gefühl, wieder in Graz zu sein. Macht richtig Spaß.